Südkorea-Interview mit Dennis Fritz vom FSV Rheinfelden, der Torwart, nach dem 3:3 gegen die SF Elzach-Iach. Dennis, zufrieden? Dreimal muss ich hinter dich greifen. Kann ein Torwart eigentlich nicht zufrieden sein, oder? Also mit meiner Leistung bin ich generell schon zufrieden. Ich denke, ich habe ein ganz gutes Spiel gemacht. Bei den 3 Toren kann ich wenig machen. Beim 2. Tor ärgere ich mich ein bisschen, weil ich davor wegrutsche. Aber 1 gegen 1 kann immer passieren, dass er reingeht. Und ja, ansonsten tut mir leid für die Mannschaft und auch für mich, dass wir halt das nur unentschieden gespielt haben. 3-mal geführt ist sehr ärgerlich, dass wir es noch hergegeben haben. 3 Punkte wären für uns gerade sehr wichtig gewesen. Ja. Aber ich denke, wir haben eine gute Leistung gebracht heute. Man hat mal wieder gesehen, dass wir ein Team sind. Und darauf können wir aufbauen und dann kommen auch die nächsten Siege. Ja, also er braucht jetzt schon Punkte. Ja, es war so ein bisschen ein Schlüsselspiel. Gut, nicht verloren, aber auch nicht gewonnen. Ja. War dein erstes Spiel im 8. Saisonspiel? Warum so spät? Also ich bin ja dieses Jahr neu zum FSV gekommen und habe mich dann in der ersten Vorbereitungswoche leider direkt verletzt am Knie. Hatte eine Entzündung und Innenbandüberdehnung. Bin 2 Monate ausgefallen und seit 2 Wochen wieder im Training. 2 Spiele für die 2. jetzt gemacht. Lief ganz gut, ein bisschen reingekommen und dann eben heute folgt mein erstes Spiel für die 1. Ja, und auch jetzt also mit der Hoffnung, hier Stammkeeper zu werden, natürlich, das will man dann schon. Aber ja, du verstehst dich gut mit dem Savané. Trainiert er da zusammen oder ist das ein gutes Verhältnis? Ja klar, also Seiko ist ja auch neu in die Mannschaft gekommen dieses Jahr. Ja. Genau, wir verstehen uns ganz gut, auch wenn es sprachlich noch nicht ganz so passt. Aber er ist ein guter Torwart, er lernt viel, er hat dieses Jahr wahrscheinlich das erste Mal richtiges Torwarttraining. Ja. Wir verstehen uns ganz gut und ja, ich will auf jeden Fall die Nummer 1 werden. Das ist mein Anspruch hier. Klar, ja. Und dafür trainiere ich. Ja. Und ihr werdet auf jeden Fall nicht absteigen, das muss ich natürlich sagen. Das ist das festgelegte Ziel. Sind nur 2-3 Punkte ja, nach unten. Ich gehe davon aus, mit unserer Mannschaft, wenn wir ein bisschen die Beine in die Hand nehmen und jeder an sich glaubt, dann wird das auch kein Thema werden zum Ende der Saison. Okay, und dann wünschen wir dir toi 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 für die nächsten Spiele und viel Spaß beim FSV Rheinfelden und Erfolg natürlich. Und danke für das Interview. Danke. Vielen Dank.